los? Sehr schön. Ja, herzlich willkommen in der Galerie des Kunstvereins Kohlenhof in Nürnberg. Ich bin Marius Raab und um mich geht es heute nicht, es geht heute um Steve Brown. Du hast hier eine Ausstellung gerade, Tales from the Crypt, Geschichten aus der Gruft. Und heute ist der letzte Tag und jetzt wollte ich mal fragen, ja, wie geht es dir jetzt so damit? Was hast du für Resonanz erfahren und ja, was genau? Mhm. Ja, erstmal danke, dass du heute erschienen bist und so. Ne? Das hatten wir ja schon vor, nachzuholen erstmal. Daher freue ich mich, dich auch hier begrüßen zu können und ja, erstmal so. Also es geht mir erstmal sehr gut damit, weil für mich war das ein großer Feldversuch, um mal auch zu schauen, in welche Richtung sich meine Arbeiten erneut bewegen kann. Weil ich habe ja bisher bei jedem Projekt irgendwie eine neue Welt ein bisschen aufgemacht. Mhm. Und jetzt habe ich mich natürlich auch ein bisschen eher an dem orientiert, wo ich ursprünglich herkomme. Also auch gerade in was böse Kindergeschichten anbelangt, Verschwörungstheorien, Esoterik und so. Obwohl ich natürlich niemals wirklich an sowas geglaubt habe. Aber die Faszination für diese sogenannten Rabbit Holes fand ich halt immer sehr spannend. Dass man sich auch in so einer Geschichte verlieren kann, die dann aber auch wie ein großes Sandbox-System sich immer weiterentwickelt und von verschiedenen Autoren auch weiterentwickelt wird. Genau, und wo du herkommst, ist ein gutes Stichwort. Also du bist ein 89er Jahrgang, hast du mir erzählt. Mhm. Du bist in der, die Perle Brandenburgs geboren. Ne, nicht ganz zwischen, wie war das, Neubrandenburg, das war damals Bermuda, das Bermuda-Dreieck. Genau, das Bermuda-Dreieck Vorpommern, sage ich immer so schön, zwischen, wie gesagt, Greifswald, Demmin, das war ja die Stadt der Selbstmörder damals innerhalb des Zweiten Weltkrieges, und Neubrandenburg, die sollte ja so ein Projekt der DDR werden, also so eine Vorzeigestadt. Und ich komme ursprünglich von einem 64-Einwohner-Dorf mitten in der Pampa, wo absolut nichts existierte. Und bis heute ist es noch genauso. Genau. Und dann bist du ja so, also noch kurz vor der Wende geboren und dann eben über verschiedene Stationen hierher gekommen. Hast dann in Nürnberg eben studiert, warst Meisterschüler bei Ottmar Hörl, wenn ich das... Eigentlich bei Ottmar Hörl, da hatte ich meine ersten Jahre, aber dann bin ich zum Jürgen Teller gewechselt. Da hatte ich noch mehr Freiheiten, sagen wir es mal so. Das ist Fotografie, oder? Genau, Fotografie. Und da hatte ich dann den Meisterschüler gemacht. Das war auch, für mich waren beide Stationen sehr wichtig. Mhm. Beim Ottmar hatte ich mehr die Konzeption und auch ein bisschen die Straightness, was irgendwie Arbeiten anbelangt, dass so meine Arbeit auch bis zum Ende durchdenkt. Und beim Teller wiederum hatte ich das Spiel eher. Mhm. Also wirklich auch das Ausprobieren und auch ein bisschen das Scheißen auf Regeln, was sehr angenehm war. Genau, und das passt ja gut mit diesem Spiel. Also für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die das jetzt noch nicht kennen, vielleicht, die mit dem Video hier einsteigen, du machst was sehr Interessantes hier in dieser Ausstellung. Und zwar hast du teilweise alte VHS-Kassetten, die du von Flohmärkten hast, aber auch Motive aus der Popkultur, die dir wichtig sind, die du dann eben digital kollagierst, dann durch so eine Art Videosynthesizer wiederum, nachdem du sie in Photoshop kollagiert hast, gehen die durch einen Videosynthesizer, werden dann eben aber wiederum analog aufbereitet, auf einen Röhrenbildschirm gebracht, wo du sie wiederum abfotografierst mit einer digitalen Mittelformatkamera, um sie dann aber wieder, wie hier in der Ausstellung ja, als Print an die Wand zu hängen. Das heißt, du hast ganz oft diesen Wechsel aus analog und digital in den Werken hier. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen, ne, ich bin ein paar Jahre älter als du, aber hab's auch noch so mitbekommen. Wir sind ja so diese Generation, die wechselt zwischen analog und digital. Wir haben ja diesen Übergang gehabt. Wir kennen das Analoge noch aus unserer Kindheit, dann kam das Digitale. In diesem Spannungsfeld sind ja all die Arbeiten hier, würde ich sagen, auch zu finden, oder? Ja, natürlich, aber ich glaube, das ist eh immer so ein Bruch, wenn es gerade ums Medium geht. Beispielsweise, als dann erstmals das Radio auftauchte oder der erste Fernseher oder ich sage jetzt die Videokassette und natürlich auch, als dann neue Systeme auftauchten, wie wiederum Videospiele oder das Internet. Also es hat immer einen Bruch mit dem Medium gegeben und natürlich gab es dann Leute, die ein bisschen es mit den neuesten Sachen nichts anfangen konnten. Und gleichzeitig gibt es dann Leute wie mich, die dann auch gerne auch mal zurückschauen und schauen, was war denn da überhaupt, und dann da wieder eine Art Mysterium drin entdecken in dem jeweiligen Medium. Genau, und dieses Zurückschauen, also ich bin jetzt vom Hauptberuf her Psychologe.
Und wenn wir jetzt über Nostalgie reden in der Psychologie, wird das immer so als bittersüße Emotion auch beschrieben. Es ist einerseits das Wehmütige, dass es vorbei ist, aber auch die Freude, dass es gewesen ist. Und das ist ja in den Werken hier auch. Ne? Es ist eine Zeit, die wir so nicht mehr haben. Es ist eine analoge Zeit mit diesen Versatzstücken in deinen Werken. Ist bei dir da auch diese Wehmut mit drin? Du hast mir erzählt von den Zeiten, wie du mit deinem Bruder auf einem alten Windows 95-Rechner noch am Computer gespielt hast. Also dieses Jahr, dieses Zerrissensein zwischen, es war mal schön, jetzt ist es nicht mehr, spürst du das eben auch, wenn du da vom Computer sitzt und diese Collagen machst? Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann, weil natürlich hat es einen gewissen Zugang für mich eben dadurch eben erleichtert, weil ich auch diese Assoziation und sowas habe. Aber mein Weg dahin war ja eher ein etwas anderer, weil gerade, wie ich dir auch vorhin nochmal beschrieben hatte, ist eigentlich für mich eher das Medium eher interessanter, weil es rückblickend für mich viel mysteriöser geworden ist. Weil das ist so, als wenn ich, um natürlich jetzt mal einen anderen Abschweif in ein anderes Medium zu gehen, in meinen Jugendjahren habe ich mich halt viel auch mit Magie, Esoterik und allem beschäftigt. Einfach nur, weil es mich interessiert hat und weil es so ein bisschen die Idee dahinter war, die Realität auszutricksen. Und ich mich mit ich sag jetzt mal, auf einmal sah ich mich halt einer Welt entgegengesetzt, die ich nicht verstand, die ich halt einfach so annehmen konnte, so wo ja viel Glaube, Vertrauen und sowas ist. Auch wenn ich nie wirklich gläubig war in irgendeiner Form, aber das war immer so die, wie kann man sagen, Sinnsuche, wo ich hoffe, ich entdecke da irgendwie die Idee dahinter, dass es da was gibt, obwohl man eher sagt, okay, ich glaube da jetzt nicht wirklich dran. Aber das Schöne war eben, ich habe dann auf einmal so Parameter entdeckt, die völlig anders funktionierten laut, ich sag jetzt mal, diesen Texten etc., wie jetzt eigentlich unsere Realität funktioniert. Und ich habe es eher wie jetzt ich sage jetzt mal bei Datenströmen eher als Algorithmus wahrgenommen, den ich nicht lesen kann, so wie ich Maschinen auch nicht unbedingt verstehe, selbst wenn ich halt die technische Skizze sehe, es ist halt eher abstrakt für mich. Weil wer weiß von uns zum Beispiel, wie ein iPad in allen seinen Funktionen funktioniert oder das Internet oder. Und genauso ist für mich eigentlich, warum ich auch auf dieses Medium VHS nochmal gekommen bin, ähnlich wie als wenn ich in einem alten mystischen Wälze herumwälzen würde und sagen würde, okay, das ist halt die Definition und das sind so die geheimen Formeln und zwischen diesen Zeilen, zwischen diesen einzelnen Wörtern verstecken sich halt Geister, Mythen, Mephisto und alle anderen bösen Gruselgeschichten. Und ja auch bei alten Büchern oder jetzt auch bei VHS-Kassetten Phänomen, was wir aus dem Digitalen gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, dass so Medien altern und auch irgendwann sterben, dass ein Buch irgendwann zerfällt, dass eine VHS-Kassette irgendwann nur noch Rauschen hat. Das heißt, du fängst ja auch dann etwas ein, was am Vergehen ist ständig. Ich finde es auch spannend, weil ein Magnetband altert anders als andere, zum Beispiel digitale Datenträger. Deswegen zählt ja auch Magnetband ja noch zu den analogen Medien. Es kann Patina ansetzen, mal abgesehen von Schimmel und sowas. Glaub mir, ich habe ganze Kisten voll, die ich erstmal halt ein bisschen reinigen muss. Wo dann aber sich eine Färbung innerhalb des Bildes setzt, als wenn ich eine alte Schwarz-Weiß-Fotografie hätte, die dann vergilbt oder sich langsam auflöst und immer unschärfer wird. So ähnlich funktionieren auch Magnetbandaufnahmen. Und ich meine mal, es hieß ja irgendwann mal, Magnetband ist kein Medium, was irgendwie lange irgendwie überdauert. Und ich habe jetzt Bänder, die sind halt irgendwie aus den 80ern. Und die leben noch, aber die sehen halt total abstrakt aus. Ja, und wir haben ja auch, wie wir uns vorhin unterhalten haben, du hast also ein großer Wandteppich, also die Bilder sind das eine, aber du hast jetzt auch hier mit Wandteppichen gearbeitet. Auf einem ist ein Blumenbouquet zu sehen, das ist von einer alten Videokassette von einem Pärchen. Und für dieses Pärchen hatte das vielleicht eine ganz besondere Bedeutung, aber du weißt da gar nicht, ob diese beiden jetzt noch am Leben sind. Wenn das ein Band aus den 80ern ist, ist es ja auch nochmal was Vergangenes eingefangen, was dir aber wie so ein alter Zauberspruch ja gar nicht aus deiner eigenen Vergangenheit eigentlich ist. Das ist ja auch ein bisschen, wie ein Medium funktioniert. Es soll ja konservieren vor allem. Und so wie ich halt meinte, gerade eben bei zwischen den Textzeilen oder auf ein Medium, ein Abdruck gebannt oder so, überdauern ja Fetzen von uns, also Abdrücke, halt auf Bildern, in Texten. Also alles hinterlässt unseren Abdruck in irgendeiner Form, auch wenn wir halt verschwinden, aber irgendwas überdauert uns. Und zum Beispiel dieses Blumenbouquet, was ich ja hier Trauergesteck auch genannt hat, basiert ja eigentlich darauf, dass ein schwules Pärchen in Italien Urlaub gemacht hat und dann alles mit der Videokamera festgehalten hat, was sie interessiert hat. Und dann sind sie für eine Sekunde über irgendein Buch, ich glaube, das war einfach so eine Art Abschied oder so, ich weiß nicht, ob das die Verzierung einer Bibel war oder sonst was, sind sie nur für eine Sekunde rübergegangen. Und ich habe dann aus diesem Bild ein
winzig kleinen Ausschnitt genommen, den dann vergrößert, also eben diesen Blumenstrauß, und den habe ich dann durch meine Glitchmaschine weiter abstrahiert. Genau, Glitchmaschine ist ein gutes Stichwort. Das ist mir auch so ein bisschen wie ein Maschinenwesen oder den Geist in der Maschine erklärt. Also dieser digitale Synthesizer, der für dich extra gebaut wurde, der eben, ja, was kann man sich das vorstellen als Laie? Was passiert in dem Ding? Na, im Prinzip ist es ja eigentlich so, als wenn man eine Datenübertragung stören würde. Also als wenn ich halt eine Datei, die ja eigentlich einen bestimmten Weg zurücklegt, innerhalb zerteile und es nur noch Bruchstücke an mir und die Datei eigentlich nicht mehr lesbar ist. Und ich habe halt den Fehler zum Gestaltungsmittel erhoben und in dem Falle, wenn ich halt diese einzelnen Bilder, die ich dann herstelle, finde oder neu kollagiere, durch das digitale Signal in ein analoges umwandle und dann wiederum zersetze ich diesen Datenstrom, was ja eigentlich Daten jetzt nicht im digitalen Sinne, sondern im analogen Sinne, und es kommen nur Fragmente an und die kann ich dann weiter zerlegen, zersetzen, neu zusammensetzen. Und vor allem kann ich da auch sehr viele Zufälle mit einbringen, die sich dann auch vielleicht meiner ersten Idee entziehen. Also das Bild, was ich da hineinschiebe, hat nichts mehr mit dem zu tun, was es eigentlich mal war. Das ist mit diesem Glitch, also Glitch ist ein Begriff, ja, in der Computertechnik hat man den manchmal, dass man sagt, wie so ein Ausrutscher eines Programms. Und ich denke, spätestens seit dem Film Matrix von den Wachowski-Schwestern kennen wir Glitch. Ja? Glitch in der Matrix, das ist der Moment, wo diese Inszenierung oder diese Illusion zerbricht, wo diese schwarze Katze auf einmal ein zweites Mal durchs Bild läuft, und da merken die, Moment, wir sind nicht im echten Leben, wir sind in einer Simulation. Also sind diese Glitches dann das, was dir zeigt, was, wo die Realität aufbricht und sich was Neues auftut. So verstehe ich das jetzt, oder? Ja, das ist natürlich, aber gleichzeitig ist natürlich auch der Glitch, der innerhalb eines Systems als Fehler überhaupt deklariert wird, da könnte man natürlich gleich hinterfragen, was ist denn Realität und was ist denn überhaupt der Fehler in der Realität? Das ist ja, als Wahrnehmungspsychologe war ich da natürlich doppelt begeistert, weil es ja bei uns genauso ist. Es geht ins Auge, durch die Linse, auf die Netzhaut, und Wein dann wird ständig irgendwie verarbeitet, verändert, und das Bild im Kopf ist ja dann, hat mit der Realität oft gar nicht mehr so viel zu tun. Wir glauben es aber, das sei jetzt die objektive Realität. Und hier ist es ja ähnlich. Ne? Also jemand, der jetzt nicht auf einer Metaebene weiß, wie das zustande kommt, für den ist es ja eine bruchlose Geschichte, und er denkt dann, das ist jetzt das, was du abfotografiert hast. Und wenn wir ehrlich sind, ist ja unsere ganze Realität auch so. Wir glauben, das ist die Welt, aber es ist ja nur eine Illusion des Gehirns, die auf Versatzstücken unserer Erinnerung und unserer Wahrnehmung, und wie du in deiner Glitchmaschine das ja auch, es wird zusammengebaut, dann werden so ein paar Fehler rausgebügelt, neue reingemacht, und dann denken wir, das ist jetzt die Welt. Aber das ist ja auch das Schöne, es hat ja gar nicht den Absolutsanspruch, dass es irgendwie Wahrheit vermittelt, das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte eher ein neues Narrativ aufmachen, weil die Wahrheit interessiert mich überhaupt nicht. Wir werden den ganzen Tag mit Wahrheiten konfrontiert und eine halbherziger oder wie soll ich sagen, nivelliert sich am nächsten Tag eh wieder selbst. Also warum denn die Kunst dafür noch missbrauchen? Lieber denn halt etwas Neues aufmachen, was gar nicht den Anspruch hat, irgendwie Realität abzubilden, sondern eher die Leute wirklich dazu wieder ambitioniert, ihre eigenen Gedanken dazu zu machen und eigene Bilder zu sehen. Weil so ging es mir ja genauso. Ich wusste am Anfang auch nicht, was rauskommt, und ich habe vieles auch dem Zufall überlassen. Oder genauso, als ich eben dieses VHS-Material eben auch durchforstet habe, was ist davon irgendwie Realität? Ich trenne ein Bild aus dem Leben eines anderen Menschen raus, wo vielleicht für mich dieser Strauß wichtig war, aber die Filmer in dem Moment nur einen Bruchteil davon wahrgenommen haben. Für sie war es gar nicht relevant. Ich habe etwas Neues darin gefunden und neu herausgearbeitet und dieses Bild wieder aufgebrochen. Und dann kann ein Bild neu konnotiert werden, weil das Bild ist denn nicht nur ihr ist oder ihre Deutungshoheit, sondern eben die von dem, also von mir einerseits und andererseits von dem, was er, also der Betrachter, wieder drin sehen möchte. Da will ich gar nicht die Finger mit im Spiel haben, sondern es ist vollkommen okay, wenn ein Bild auch für sich lebt. Du, in anderen Werken, in anderen Zyklen bist du ja durchaus sehr realitätsnah eigentlich unterwegs. Also ich denke zum Beispiel an deine Ausflüge nach Sylt, die du auch fotografisch dokumentiert hast, diese Erstürmung sozusagen, die mit dem 9-Euro-Ticket ja ausgerufen wurde, da bist du schon wirklich an der Realität nah dran, oder? Also das ist ja dann nicht durch Maschinen gejagt, sondern da hast du dokumentiert und mit deinen Kumpels, glaube ich, auch, oder? Mit denen du da unterwegs warst. Obwohl ich auch immer noch sagen muss, ich stelle Realität generell immer so ein bisschen in Frage. Das ist natürlich ein anderes Konzept von Realität. Es ist eigentlich so dieser Begriff, an dem wir uns ja auch gerne festklammern, Authentizität und so, wo wir sagen so, okay, etwas Authentisches ist etwas Ehrliches, ist etwas Gutes, und deswegen ist es uns näher und wir generieren da wieder einen Wert rein. Aber
meine Interpretation oder das, so wie ich das erlebt habe, das wird keiner nachempfinden können, sondern es wird immer nur eine Projektionsfläche, so als wenn ich mir jetzt ein Gauguin-Bild reinziehen würde über den Pazifik und sage so, ah, okay, so war das also. Und der Realität war es einfach auch ein bisschen eine Lüge und auch Schmückerei und so diesen Künstlermythos stärken. Aber es ist halt eine Projektion. Und natürlich glauben wir sehr an diesen Gedanken des Authentischen, aber es ist natürlich auch eher eine gute Nachtgeschichte, die wir uns selbst erzählen, weil wir daran glauben wollen. Wir brauchen etwas, woran wir uns in der Realität festhalten können und sagen, okay, das ist so passiert und dafür wurde gekämpft, dafür hat man diese Aktion gemacht. Weil ich glaube, jeder Mensch, der da oben war, auch, der hatte ganz andere Beweggründe und hat es anders wahrgenommen als ich. Aber uns verbindet vielleicht so ein gemeinsamer Glaube an eine Idee. Und dieser Glaube an Ideen als auch, weil du gesagt hast, gute Nachtgeschichten, wir hatten vorher auch über böse Nachtgeschichten ein bisschen gesprochen. Vorne in der Ausstellung sehen wir diese vier Reiter, also die Reiter der Apokalypse sind es, denke ich, ne? Die ja immer als Vierergespann auftreten. Und wir haben vorher darüber gesprochen und es ist so dieses Gefühl, Mist, das sind wir ja gerade. Ne? Wir sind bei Pandemie, wir sind bei Tod, wir sind bei Hunger, wir sind bei Knappheit, Krieg. Also diese eigentlich erstmal apolitischen Bilder kriegen ja dann jetzt doch manchmal so eine Dimension, die sie vielleicht noch gar nicht hatten, wie du sie in der Bearbeitung oder in deiner Glitch-Maschine hattest. Und jetzt auf einmal sind diese vier Reiter ja überall und spätestens bei der Gas- oder Stromrechnung merken wir dann, wie aktuell die sind. Ich finde es ja auch spannend, wenn der Rezipient das Bild beendet mit seinen, ich sag jetzt mal, seinen Assoziationen, weil die Bedeutung des Bildes ändert sich ja auch von Zeit zu Zeit. Bilder, die irgendwie vor 80 Jahren entstanden sind, können heute eine andere Konnotation erfahren und erfahren sie definitiv als zur damaligen Zeit, weil wir auch natürlich wieder unsere Bilder reininterpretieren. Genau, und diese vier Reiter, ich meine, gut, das ist jetzt Offenbarung des Johannes, ne? Ist jetzt auch schon über 2000 Jahre sowas, denke ich, alt. Und, aber dich interessiert es sogar noch weiter zurück, wenn du dann sagst, ja, dann sind wir manchmal im alten Babylon, wo das herkommt und Sumer und dann noch weiter zurück. Also dieses Forschen in diesen alten Mythen, die sich eben auch dann doch wieder wiederholen bis zum Rezipienten, das hat dich ja schon immer fasziniert, hast du gesagt. Genau, weil ich empfinde auch mittlerweile, das sieht man auch bei meiner Serie Die Masken der Götter sehr stark, wo ich eigentlich auch Kulturgeschichte, also der Menschheit als Gesamtes sehe. Die hat sich vielleicht in den Anfängen irgendwie noch separat entwickelt, aufgrund von Distanzen oder so. Aber da muss man natürlich auch sagen, selbst Kulturgüter, die ja vielleicht in Mesopotamien irgendwie waren, haben sich ja auch in alle Teile der Welt verlagert und wieder neue Interpretationen geschaffen. Ich meine mal, global gibt es zum Beispiel mythologische Figuren wie den Lindwurm, der Drache, auf allen Teilen des Planeten. Und er wird immer anders rezipiert oder anders konnotiert. Und genauso ist es auch heute in der Popkultur so, wenn ich mir jetzt von Videospielen, die dann Vergangenes aufgreifen, neu interpretieren und wieder neue mythologische Komponenten hinzufügen, dass der Betrachter oder der Rezipient gar nicht mehr weiß, was ist denn Realität? Es ist einfach nur noch eine Fiktion. Also eigentlich alles, was wir in Kulturgeschichte wahrnehmen, egal ob es Historienfilme sind oder ich sage jetzt mal Abhandlungen über die Vergangenheit, es ist ja eine große Fiktion eigentlich. Und es sind Ideen, an die wir momentan glauben. Oder ein anderes gutes Beispiel, unsere Kunstgeschichte war ja über Jahrhunderte lang männlich besetzt und auf einmal entdecken wir ganz viele Künstlerinnen, die da eigentlich einen großen Anteil dran hatten, aber da muss die Geschichte einfach anders gelesen werden. Ja, wie in der Wissenschaft auch, ne? Wenn man dann mal merkt, hinter wie vielen großen Erfindungen oder Entdeckungen Frauen waren, ne? Die blitzgescheit, aber teilweise gar nicht studieren durften und dann nur so im Untergrund, bisschen im Hintergrund und niemals diese Geltung bekommen haben, die sie eigentlich verdienen. Also jetzt fällt mein Blick auf, das ist eins der Bilder hier, die mich so am meisten ansprechen, weil es auch diese Dynamik, man meint, es würde sich bewegen, das ist ja dieser Zauberer, glaube ich, ne, von dem du am Anfang gesprochen hattest. Ist das jetzt ein bestimmter oder ist der einfach irgendwo auf einem Fragment mal drauf gewesen? Den habe ich zusammengesetzt aus verschiedenen Teilen dann dementsprechend. Also auch die ganze Ausstellung, wie ich schon erwähnte, ist ein großes Experiment. Deswegen habe ich viele Techniken da zusammenlaufen lassen, die zwar alle ihre Basis auf diesen VHS-Kassetten ursprünglich hatte, die ich ja über Jahre hinweg gesammelt habe. Aber beispielsweise auch bei denen, also das wäre einmal der Okkultist, der Hexer und der Magier. Und es gibt ja noch ganz viele andere Bezeichnungen, zum Beispiel der Hexenmeister und so. Und ich finde es halt spannend, deswegen auch so ein bisschen diese Anordnung zwischen diesen drei Zaubergesellen. Sie alle verkörpern was anderes zwischen Gut und Böse, zwischen dem Propheten, der Questgeber, der die Welt vernichten möchte oder unterwerfen möchte, der die Toten heraufbeschwört, zum Beispiel der Nekromant.
Und ich finde es wirklich spektakulär einfach, wie ich schon zum Anfang eben erzählt hatte, diese Idee dahinter, wie der Zauberer eigentlich einerseits prophetisch ist und andererseits die Realität manipulieren kann. Und natürlich auch in Videospielen, alte Dungeon Crawler wie Dungeon Master und so, ja, wo der Zauberer dann auch oftmals Questgeber war und den Helden natürlich auch bei seiner Heldengeschichte, die ja auch in der Kulturgeschichte schon seit Jahrhunderten verhandelt wird oder seit der Antike oder noch früher, dass er immer wieder einen Einfluss auf den Helden hat. Oder auch immer, man könnte jetzt zum Beispiel auch bei Dante Alighieris Göttlicher Komödie Virgil halt als Magier oder Propheten eben bezeichnen, obwohl er ja eher Philosoph war. Aber wo fängt, das hatten wir auch in Bezug auf Aleister Crowley schon mal durchgesprochen, wo ist die Grenze zwischen Philosophie und natürlich diese Idee der Magik, die er eben angestoßen hat. Ja, also eher der Magiker, der hier aber recht unbestimmt bleibt. Das ist ja auch so ein Merkmal der Werke hier, dass sie durch diese ursprünglich ja sehr geringe Auflösung, wie sie aus diesem Analogen kommen auf den CRT, natürlich sehr wenige, wenn man jetzt sagen würde, erstmal Informationsdichte haben im physikalischen Sinn. Das heißt, da ist sehr viel Raum für unsere Wahrnehmung, um eigene Dinge einzubringen. Und wir merken das ja gar nicht, aber wir füllen das aus mit Erinnerungen, mit Vorwissen und sehen deshalb vielleicht was ganz anderes, als jemand, der neben uns steht und das gleiche Bild hier betrachtet. Unschärfe ist auch ein gutes Stichwort. Ich beziehe mich ja oftmals auf einen meiner Lieblingsautoren, Wolfgang Ulrich immer noch, der die Geschichte der Unschärfe geschrieben hat. Und gerade auch in Bezug zum Beispiel auf die Romantik oder Darstellung von Unschärfe generell. Sie lassen halt einfach Spielraum. Es ist halt nicht dieses selbstbestimmte, okay, so ist etwas, also diese Festlegung, was ja auch gleichzeitig den Tod der jeweiligen Diskussion bedeutet, weil je unschärfer ein Begriff ist, auch der Ambiguität beispielsweise, desto offener kann alles sein. Und Bilder, die unscharf sind, auch schon seit der Romantik, wurden immer wieder angeführt, um auch Geisterwesen abzubilden oder später auch die Geistfotografie und alles, was eben dazu kam. Also Unschärfe ist eigentlich so noch die Mystik in der Kunst, also oder der Zauber. Es gibt ja auch Menschen, so in der Psychologie eine Unterscheidung, die Unschärfe oder Ambiguität ganz schlecht aushalten, die das auch im Visuellen, aber auch bei Geschichten und andere Menschen, die da richtig aufblühen, die sagen, ja, ich gehe in eine Ausstellung, Kunstausstellung, weil ich mich eben mal was anderem aussetzen will und halt auch Dinge, die ich vorher nicht kenne, nicht beherrschen kann und andere sagen, komm, bleib mir zu Hause, ich will, dass alles ganz klar definiert ist. Und bei so einem Bild hier könnte man einfach, wenn man weit genug davon wegsteht, irgendwann erscheint es ja scharf. Ne? Das heißt, diese Ambiguität kann man für sich durch einfach weiter weggehen reduzieren in dem Aber es ist ja auch interessant, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt in eine Landschaft hinausschaue, dann verschwimmt ja eigentlich die Landschaft hinten, obwohl sie gleichzeitig ja auch scharf ist. Also es ist eigentlich das Wechselspiel und das finde ich auch interessant, weil wir hatten es ja vorhin auch, die Technik ist ja eigentlich sehr ambivalent in einem gewissen Maße. Einerseits fotografiere ich mit einer digitalen Mittelformat mit unglaublich viel Auflösung diese Bilder ab, wo man wirklich gestochen scharf den Fernsehrand sieht oder auch das Raster jeweils der Bilder. Aber die Bilder dazwischen, eigentlich die sich ja zwischen diesen Kaltnadelröhren technischen Parametern abspielen, eigentlich komplett unscharf sind. Aber wir merken es nicht, es erscheint uns ja als stimmiges. Genau, aber das finde ich grandios, weil beides abgebildet ist. Ja. Extreme Schärfe und Unschärfe in einem Bild. Ich finde bei den Wandteppichen, die hier zu sehen sind, ist es nochmal... Da kann man durch dieses Entfernung regulieren diesen Effekt noch viel stärker spüren, finde ich. Also vorhin, wenn ich mal ganz nah rangegangen bin, habe ich gesehen, dass das Schwarze wirklich teilweise aus diesen drei Primärfarben ja zusammengesetzt ist, was man aus einem Meter Abstand schon nicht mehr merkt. Und auch mit den bunten Fransen teilweise, da kommen auch bei mir jetzt diese nostalgischen Gefühle an den alten Röhrenbildschirmen, ne, wo man mal ganz nah ran ist, mit diese drei Primärfarben natürlich gesehen hat. Ja, es ist ja auch tatsächlich, ich hatte mir vor einiger Zeit, ich glaube, da war ich bei irgendeiner Fotomesse in Wien oder so müsste es gewesen sein, da hat auch ein Künstler so eine total medienreflexive Arbeit gemacht, wo natürlich denn auf diese alten CRT-Bildschirme eingegangen wird und im Prinzip ist es ja auch eine Zusammensetzung von RGB, wenn man sieht. Das andere ist bloß zum Beispiel bei ihm, er hat es halt auf die reine technische Komponente runtergebrochen und das war für mich einfach so dieser, aha, so ist es halt. Aber da kam ja noch nicht mehr. Das ist dann so, ich verstehe die Arbeit und er versucht es halt als Medium dann nach außen zu tragen. Aber ich sehe dann halt irgendwie nicht, okay, was will die Arbeit mir noch sagen? Wo ist irgendwie die erzählerische Lehre, die ich vielleicht auch selbst füllen kann als Rezipient? Wo ist denn jetzt hier die erzählerische Lehre, wenn man sagt, Geschichten aus der Gruft? Was für eine Gruft schlummert denn da jetzt in deiner Wahrnehmung? Also aus welcher erzählst du da?
Naja, im Prinzip ist ja alleine, dass ich dieses Medium exhumiere regelrecht. Mhm. Praktisch, ich öffne die Krypta und schaue, was für Geister drin gefangen sind. Man könnte aber auch genauso gut sagen, um nochmal auf dieses Tales from the Crypt zu kommen, das basiert ja eigentlich auf dieser Trickfilmserie, die ich halt in den 90ern verschlungen habe. So ja. Gruselgeschichten, die ja auch eine Kulturgeschichte durchlaufen haben. So ganz klassische Sachen von Zombies, Vampiren, Werwölfen, die aber auch, wenn man mal zurück in die europäische Kulturgeschichte schaut, was ja auch natürlich eigentlich schon der erzählerischen Krypta entsprungen ist, von Wiedergängern, von, ich sag jetzt mal, blutsaugenden Monstern, irgendwie der Werwolf von französischen Vororten und so, wo es denn ganz viele Geschichten gibt sogar, wo der König damals einen Jagdtrupp ausgeschickt hat, um die Bestien niederzustrecken. Und die Erzählung sich immer weiter fortgeführt hat und sogar heute noch weitererzählt wird durch unsere neuen Interpretationen. Das heißt, eigentlich bedienen wir uns an den verblichenen Teilen oder an den Gebeinen der Geschichte und erzählen diese immer wieder neu. Und du bist ja auch über das Geschichtenerzählen zur Kunst gekommen, hast du gesagt. Ne? Das genau. Ja, das, was dich ursprünglich als Kind schon fasziniert hat, diese Geschichten, diese Traditionen, diese ja, Inhalte oder heute würde man sagen, diese Memes eigentlich, ne? So Ideen, die sich fortpflanzen und die du dann irgendwann gesagt hast, jetzt greife ich sie künstlerisch auf. Ich weiß nicht, ob man dazu Meme sagen würde, weil Meme ist für mich zu kurz gegriffen und ich glaube eher nicht unbedingt eine Entwicklung, die, wie soll ich sagen, mich beeinflusst hat, weil Meme ist ja eher so eine Sache, die versteht man innerhalb von einer Sekunde. Man sieht es und es erzeugt nicht mal mehr irgendwie ein großartiges Lächeln oder eine Reaktion, sondern es ist eigentlich konsumierbare Ware geworden. Was mich halt wirklich fasziniert hat, ist eigentlich eher so dieses Geheimnis, da was man aufdecken kann, dass man selbst Schatzsucher ist. Dass man, egal ob in der Kulturgeschichte oder indem man auch sich vielleicht, wie gesagt, ich komme vom Land, so dass man entlegene Teile irgendwo eines Waldes entdeckt oder einer Höhle und dann auf einmal sich fragt, was könnte da gewesen sein? Die Vergangenheit neu interpretiert auch schon daher. Wie hat sich unsere Kultur verändert, unsere Landschaft, alles eigentlich? Ja. Dann, wie wird es denn jetzt mal für dich weitergehen in dieser Geschichte? Also diese Ausstellung endet ja heute. Mhm. Hast du schon dann, also möchtest du dieses Thema fortsetzen mit deiner Glitch-Maschine oder zieht sich jetzt wieder erstmal zur Fotografie im realen Leben? Na, ich sag's mal so, ich habe ja eh immer zeitgleich an vielen Projekten immer gearbeitet, weil ich brauchte immer die Abwechslung. Und ich werde definitiv an diesem Projekt weiterarbeiten, weil es für mich noch in den Kinderschuhen steckt. Ich werde auch weiter mit Textil arbeiten und bin schon in Rücksprache mit ein, zwei Firmen. Da muss ich halt schauen, ob die meine Ansprüche da, sage ich jetzt mal, realisieren können. Und natürlich werden auch andere Arbeiten zeitgleich entstehen, weil auch tatsächlich dieses Punk-Thema, das ist halt mein Freundeskreis, das kriege ich nicht aus mir raus. Das wird mich einfach weiterhin begleiten. Außerdem bin ich ein großer Fan vom Porträt. Sehr schön. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ich bin echt froh, dass ich nach der Akademie auch wieder ein bisschen die Kurve bekommen habe. Weil ich habe zwar gehört, dass es sich wieder ein bisschen mehr eingliedert, aber gerade auch die Kunst hatte ja so fantastische Elemente komplett außen vor gelassen. Mhm. Weil, das hatten wir ja vorhin auch schon besprochen, es gibt halt immer so einen Wechsel so zwischen dem versucht man einerseits eine komplette Objektivität und Nüchternheit zu haben, dann geht es halt wieder in so Fantastik oder vielleicht so in den 80ern zum Beispiel New Age und Esoterik und sowas, dann kommt wieder so eine Phase, wo dann halt vielleicht wieder ein bisschen mehr Romantik in die Kunst einwandert, dann wieder so eher Analyse und Aktionismus. Und es entwickelt sich zwar mal weiter, aber es wandelt sich immer und es bezieht sich auch immer wieder auf die Kunst- und Kulturgeschichte, von der kein Mensch frei ist. Ja, aber ist da auch ein bisschen die Angst da, mal im Kitsch zu landen, wenn man zu sehr in dieses Romantische... Hatte ich mir auch Gedanken drüber gemacht, aber dann denke ich mir so, was ist denn die Gefahr daran, dass einen jemand als kitschig wahrnimmt oder nicht? Also, das ist ja schön, das kann ja auch neu verhandelt werden. Und vor allem glaube ich halt auch, Kitsch ist eigentlich nur so ein Abwertungsbegriff gewesen, um die Kunst auch ein bisschen erhabener erscheinen zu lassen, als es eigentlich ist. Also, gerade wenn man durch diese ganzen Strukturen sieht mit der Zeit und wenn man, ich meine, ich bin jetzt noch nicht so ewig lang im Geschäft, aber mit meinem Studium bin ich ja jetzt auch schon fast 10 Jahre dabei. Und man merkt einfach, vieles ist halt einfach etabliert. Und wenn man gegen etablierte Positionen, zum Beispiel mit Bildwelten, auch rebelliert in einer gewissen Form, dann greift man natürlich das Dagewesene an. Und die Protektionisten müssen natürlich sagen, nee, das geht so nicht und versuchen dich dann wieder einzuteilen. Aber es geht doch auch immer darum, Grenzen auszutesten und auch in Richtungen sich zu entwickeln, die vielleicht nicht angenehm sind.
sondern halt auch für sich einfach zu finden, was man irgendwie als sinnvoll und als, wie soll ich sagen, schon fast so eine Art Glaube an das, was man tut. Das heißt, du bist eigentlich schon Punk auch in der Kunst dann, oder? Wenn du, keine Ahnung. Für mich haben diese Begriffe alle keine Bedeutung mehr, sondern ich mache das, woran ich halt glaube. Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich denke, wir gehen jetzt auch noch ein bisschen durch die Ausstellung zusammen. Und möchtest du noch was loswerden für den Abschluss? Oder? Oh, nö, ich glaube, ich bin ganz gut. Sehr schön. Dann vielen Dank, Steve Braun hier im Kohlenhof in Nürnberg. Und Dankeschön an alle, die uns hier zuschauen, zugeschaut haben. Ja.